Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, aber wenn ihr mir das schaut, ich bin einfach mal schön und grüße euch zum zweiten Teammeeting im UDT. Yeah. Wir spielen heute gegen den werten Herrn Seebox, in dem wir bisher schon in den beiden vorherigen UDT-Seasons zwei recht ordentliche Kämpfe hatten, vor allem der erste war ganz cool. Der zweite dann wiederum nicht so, weil ich das Game komplett weggechoked habe. Passiert. Um es so zu sagen. Jo. Und wir können mal die Teams durchgehen. Ja. Also, mein Team kennt ihr ja schon. Habe ich ja einmal vorgestellt. Bin ich letzte Woche auch nochmal durchgegangen. Er hat im Gia Dynamics Tier Silembrim. Im Tier 1 Pestagon. Im Tier 2 Liberdo, Tier 3 Piondragi und Voltula, im Tier 4 Type 0 und Streboli, Tier 5 Fandra und in Free Tiers Patina Raja, Sanaconda, Kubuin und Amigento. Mit allen Discs. Problematisch hierbei im gegnerischen Team: Amigento mit allen Discs, weil man eben nie weiß, welche Discs das Team dabei hat, deswegen ist das Ding auch im A. Im Tier 2. Piondragi, weil ich mit dem Team, das ich dabei habe, jetzt die besten Switch-ins für habe. Ich habe, ich hätte tierisch Kustosa, aber den habe ich, Spoiler, nicht dabei. Und ja, sonst kommen die meisten Monster in Piondragi nicht so unfassbar geil rein. Und eben Silembrim, weil Silembrim mit seiner Coverage ziemlich alles in meinem Team sehr effektiv trifft. Das ist, um das mal so hauptsächlich durchzugehen. Das meiste von den anderen Monstern kann ich abfangen. Type 0 ist eklig. Mit Evolid, aber können wir durchgehen. Ja, dann nehme ich Silembrim. Ist zwar slow, mit, glaub, 29 Base sogar nur, aber hat halt 140 Spezialangriff, irgendwie sowas. Sehr guten Bulk. Und er hat eben diesen unfassbar krassen Spezialangriff. Dann ist Pescagon. Warum ich keine Angst vor Pescagon habe, das Mon sieht über mir links oben, und zwar Lapras, weil das Ding, weil Lapras hat ja den Water Absorb. Den H2O Absorber. Mit dem ich jegliche Wasserattacke, was bei dem werten Pescagon, der Lachimbiss sein sollte, komplett annihilate. Muss sozusagen. Liberlo ist. Ja, kann man handeln, so ist nicht. Ist zwar ein bisschen ähnlich mit dem Seitentausch, aber wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt unhandable. Unhandleable. Deutsch. Was daran ein bisschen blöd sein könnte, ist, wenn er vielleicht probiert, dann mal einen Aurora-Stein, den ich von der Giga Dynamax habe, auf seine Seite zu ziehen oder sowas. Oder eben Rocks, die ich mit Rihorn, Monte Carlo, whatsoever legen will. Oder wenn er einfach in die Offensive geht, weil das Ding eine recht ordentliche Coverage hat. Er trifft halt alles mit dem Team gut, auch wenn Rihorn jetzt durch Fels kann, jetzt nicht so unfassbar viel Schaden fressen sollte. Dann hat er Piondragi. Piondragi, wie gesagt, habe ich nicht groß was drin. Und hat das Ding auch eine gute Coverage. Eine sehr gute Coverage. Kann natürlich auch SD spielen. Den kann man scarfen mit Knockoff. Ist auch nicht geil. Hat eben die ganzen Zahnattacken. Nur eine Weakness und das ist Boden. Und ist dann auch schneller als fast alles in meinem Team. Außer meine drei Fast Boys. Also Barascuda, Galoppa und Belektro und eben auch schnell und Trikefalo. Aber sonst halt schneller als meine komplette Bulky-Seite im Team. Dann haben wir Voltula. Voltula kann halt Webs legen. Aber sag mal so, ich habe zwei Monster dabei, die schneller sein sollten. Also, ich habe es bei den Dragi als Problem genommen, was ich jetzt für Voltula nicht als Problem sehe. Sache ist, Piondari tut mehr Schaden als Voltula. Ja, dann Type 0. Type 0 ist dadurch eklig, dass das Ding halt mit dem Evolid unfassbaren Bulk hat. Wenn man mit 95 KP Base und dann noch 95 in beiden Defensivwerten plus Evolid, das ist eklig. Das Ding tankt zu viel. Um es auch mal so zu sagen. Das ist auch nur ein Typ normal, wodurch man halt auch noch Kampfattacken braucht, um das Ding safe wegzudrücken zu können. Also, der tankt halt wirklich viel zu viel. Viel zu viel. Ja, dann Shepoli, der ist halt dadurch, dass der auch, der eben mit Evoid auch sehr ordentlich im Bulk und wir haben ja diese erweiterte Item Clause, also dass man quasi zusammen das gleiche Item spielen darf.
hilft Chipotle ungemein, weil sonst würde halt, wenn Type 0 dabei ist, einfach komplett leer ausgehen, weil was willst du auf Chipotle sonst spielen? Aber so, ja, und dann hat das Ding auch in dieser Gen Defog dazu bekommen, was auch ein bisschen kacke ist, so. Ich verstehe immer noch nicht, wie das Ding Defog benutzen will. Ob das mit seinem Balken einfach den Boden kurz aufwischt oder. Ich habe absolut keine Ahnung. Fandra sehe ich nicht. Sage ich direkt. Ich sehe ihn absolut nicht. Wird von allein meinen drei oberen Mons komplett declassified. Wird von Barracuda komplett weggebumst. Fällt auch gegen Gortrom, verliert gegen Rihanyur, verliert gegen Monte Carlo. Habe ich zwar nicht alle dabei, aber es wird gegen sehr viel in meinem Team. Patinaraja sehe ich dann schon eher. Hat halt eben mit 130 Attack plus Sheer Force plus sehr guten physischen Movepool ordentlich Möglichkeiten, bei uns aufzuräumen. Also in Eisenschädel kommt bei uns halt nur Bronzong rein. In Erdbeben kommt der aber nicht rein, weil es in Heat Creation, nachdem welche Fähigkeit man spielt. Dann gibt es eben noch die Blattgeißel, die jetzt, die zum Beispiel Hornio nochmal mehr wehtut. Dann eben auch noch so Sachen wie Steinkante oder. Wait. Ich hab was am Ohr, mein Ohr juckt. So. Dann eben auch noch ein Erdbeben für Monte Carlo, also der drückt ordentlich. Auch ein Knuddler für Costoso. Der hat eine riesen Coverage, der Junge. Dann Sanaconda sehe ich auch nicht. Weil. Ground-Types sind jetzt nicht unbedingt das beste Team. Ich habe ja schon mal im Team-Meeting gesagt, dass ich so viele Ground in Immunities habe. Also mit allein durch Schwebe habe ich halt. Habe ich halt drei. Also Trikephalos, Mokmok, Bronzong. Hatten ja alle. Haben ja alle eine Ground Immunity durch ihre Fähigkeiten. Eben noch trifft Zeppeli. Dann habe ich noch Gortrom, der da halt perfekt reinkommen kann. Und zum Beispiel gegen Bronzong macht Sanaconda halt auch nichts. Zumindest wenn ich Schwebe habe. Ja. Dann Kubuin. Kann da weiß, er muss aber nicht. Also Sache ist halt bei Kubuin, der ist halt nervig, wenn der sich bellydrumpt. Und auch ein bisschen gefährlich. Aber wenn ich halt zum Beispiel Scarf Trikefal oder so dabei habe, oder Barrascuda einfach. Wenn der Schädel von dem Ding weg ist, dann ist es ein One-Shot. Clean. Entweder ich Flammenwurf oder ich Nahkampf von Barrascuda. Eins von meinen One-Shot halt easy. Dann ist Amigento, habe ich schon gesagt, sehe ich komplett. Der ist eklig. Halt eben durch diesen, durch dass der alle Discs spielen kann. Der kann jetzt hier einen Drache mitnehmen, der kann einen Steinmon mitnehmen, der kann Pflanze mitnehmen. Der kann. Holy kann. Ja, die ist Typing mitnehmen. Folglich. Ja, also, wen ich absolut nicht sehe, wie gesagt, ist Fanta und Anaconda. Rest kann alles dabei sein, meiner Meinung nach. Haben wir mal sagen, schauen wir uns mal an, was ich so dabei habe gegen ihn. Sehen wir hier dann. Wieder schön in die Übersicht. Rechts sehen wir nochmal die beiden Teams, wenn ihr euch nochmal anschauen wollt, was da so dabei ist. Dann fangen wir mal an mit Bronzong. Wir sehen jetzt schon mit speziell defensiv und wir spielen tatsächlich den Hitzeschutz. Hitzeschutz deshalb, weil dadurch die Magieflamme von. Also Magieflamme von Slembrim ist so ziemlich der einzige Move, der uns ja wirklich große Probleme macht. Wenn wir den mit Bronzong abfangen wollen. Und ja, den resisten wir dann komplett. Also, der macht uns dann nicht mehr viel Schaden. Haben wir einen Schädel, um das Ding sehr effektiv zu treffen, haben ein Erdbeben. Womit wir dann so ziemlich alles andere hitten, was wir mit Eisenschild nicht hitten können. Also zum Beispiel sowas wie, ja, Pestagon will ich eh nicht attacken. Also zum Beispiel Liberlo können wir so sehr gut hitten. Vor allem, wenn der so probiert, irgendwie uns zu killen. Pyro Ball, Hitzeschutz, resisten wir dann. Oder ist dann normal effektiv. Und normal effektiv für Bronzong normalerweise nicht bei den Defensivsets, die das Ding hat. Nehmen wir einfach Erdbeben und das Ding hat immer noch 80 Attack Base oder so. Glaube ich zumindest. Also das wirkt schon ordentlich. Und im Hitzeschutz ist halt saugeil gegen ihn, zum Beispiel auch wenn er Patinaraya hat, der gegen uns ja kein Erdbeben drücken will, sondern vielleicht lieber einen Brandstempel. Und ja, der macht halt dann auch nicht mehr so viel. Dann haben wir noch Tarnsteine und Toxin dabei. Tarnsteine einfach, weil ich Rocks dabei haben will, für Sachen wie Voltula oder theoretisch auch Liberlo oder einfach Chip Damage auf so, zum Beispiel auch
falls er Kuruin dabei hat, keine Ahnung. Einfach Chip Damage ist da auch geil. Also, deswegen ist Bronzong dabei. Wir spielen das Ding mit speziell defensiv, wie schon gesagt, um Silenbaum abzufangen und spielen die Sitobeere für die Recovery. Dann als zweites haben wir dabei Gartrom. Und es ist ein 8-Voice-Reader-Set, wie ihr vielleicht schon seht. Denn wir spielen das Ding komplett ohne Pflanzen-Step. Warum? Ich will auch keinen Pflanzen-Step in dem Game. Mit Kraftklaus, Abschlag und Erdbeben treffe ich alles, was ich treffen will. Und zwar einmal Piondagi will ich damit treffen. Einmal ist das Ding als Konter dabei für Type 0. Weil ich absolut keinen Bock auf Type 0 habe, weil ich dieses Ding in Draftling absolut verabscheue. Es ist einfach so, ich mag das Ding absolut nicht. Heißt, ich will ihn so schnell wie möglich wegdrücken. Dafür eben Abschlag und Kraftkoloss plus E-Belt, um dem Ding richtig schön Schaden zu drücken. Dann eben Erdbeben für Piondragi oder so, ja, für Piondragi. Wenn wir ihn wegdrücken können, oder es war auch noch was Gutes gegen zum Beispiel Voltula haben oder gegen Liberlo, falls er rein switchen will. Und dann eben die Kartwende für die Switch Advantage. Nächstes haben wir Lapras. Und es ist wieder etwas defensiver, auch wieder mit Speed Investment, damit wir was, ein bisschen was speeden können. Diesmal ist der Speed Invest auf. Lass mich überlegen, ich glaube auf einen. Entweder auf Non-Invested Sanaconda oder auf Non-Invested Pescagon. Eins von beiden wird es sein. Ich wege Viertrangau und Hydropumpe plus Whirlpool Abgangsbund. Whirlpool Abgangsbund kann ganz praktisch sein, falls ich sowas wie Silembrim oder Type 0 oder so setupen will. Damit wir dann einfach jappen können und mit Abgangsbund das dann mitnehmen können. Will seine letzte Runde ausswitchen, dass der Gegner halt verreckt. Wollte ich dabei haben, damit ich halt eben gegen Setup arbeiten kann. Dann eben das physische Investment, damit wir gut in Pessaron reinkommen können, falls er dabei ist. Weil ich eben Pessaron gut abfangen kann und will. Und wir kommen damit halt in sehr viele physische Mons von ihm sehr gut rein. Dann als nächstes haben wir Smogmog und der kommt auch in sehr viele Sachen physisch gut rein. Mit dem kühnen Wesen, wir spielen komplett physisch defensiv mit Wunderdampf, Flammenwurf, Auflockerung und Dunkelnebel, mit dem Giftschleim und der Schwebe. Ja, was soll man dazu jetzt groß sagen, das ist halt ein recht standardmäßiges Smogmog-Set. Dunkelnebel eben auch gegen Setup, auf eben Sachen wie Piondragi, wie Type 0, wie Stepoli und so weiter. Oder zum Beispiel auch, falls Sanaconda doch dabei ist und sich setupen will. Einfach. Weil er hat viele Sachen, die ich setupen können und ich habe keinen Bock auf Setup. Ja. Dann, also das war jetzt, ist jetzt kein wirklich kompliziertes Set. Als nächstes haben wir dann Barkeeper und es ist genauso unspektakulär. Die Sets sind jetzt nicht unbedingt die unfassbarsten, aber man muss ja nicht immer groß alles überdenken, ne? Weil so, das ist irgendwie komisch. Da soll man natürlich alles überdenken, aber man muss jetzt nicht immer komplett ausrasten mit den Sets und den übelsten Crap zusammenbauen. Manchmal reicht auch einfach, was ein bisschen standardmäßig ist. Deswegen haben wir einen Bandit, Barakiefer dabei. Mit Aquadurchschuss, Wasserdüse, Nahkampf und Gift-Hieb. Formwesen. Und eben so viel Speed-Invest, dass wir Scarf Pessaron überholen, glaube ich. Ja, soll Scarf Pessaron sein. Und ja, weil wir ihn halt easy outspeeden, den Jungen. Und für die es nicht wissen, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part erzählt habe, aber ich habe einen kleinen Deal mit Seebox am Laufen, wer von unseren beiden Wassersweepern mehr Kills bekommt. Also entweder mein Barakiefer oder sein Pessagon. Aktuell liege ich vorne mit 2-1, weil er mit seinem Pessagon im ersten Kampf nur einen Kill gemacht hat und wir eben 2 mit Barakiefer. Und man kann mal schauen, ob ich das gegen ihn ausbauen kann. Einen Vorsprung. Und dann als nächstes, das Team wird ein bisschen kurz diesmal, aber egal, da muss man sich schon mal nicht so lange geben. Als nächstes haben wir dann Trikifalo und der ist auch wieder unspektakulär des Todes. Ich bin Darkometeor, Finsteraura, Flammenwurf und Kehrtwende, Schwebe, Scheu und ein Investment, dass wir schneller sind als ein Piondragi, wenn es gescarft ist. Weil, ja, können wir drauf Speed creepen und so. Dann eben ja, mit Draco treffen wir halt alles außer Silembrim gut.
Mit Finster Aura treffen wir auch das eigentlich ganz gut, aber dann kommen halt eben noch so ein paar Sachen rein, wie zum Beispiel, ein bisschen blind, aber egal. Ja, also Dracomete und Finster Aura drückt den meisten Monster guten Schaden. Habe wieder einen Flammenwurf gegen Voltula einmal, weil ich das Ding nicht so lange auf dem Feld haben will. Gegen Patinaraya genauso und gegen Kubuin, um das Ding direkt zu killen, wenn es dabei ist. Na, sind wir gerade bei knapp einer Viertelstunde angekommen. Sind durch. Dann würde ich sagen, freue dich auf den Kampf morgen. Ich nehme jetzt den auch vor dem Kampf hier auf. Und ja. Lass ein Like da. Seid hyped, so wie ich wahrscheinlich auch sein werde vor dem Kampf. Also Hype ist immer groß, Leute. Hype ist immer groß. Da pumpt das. Da pumpt die Pumpe. Die Pumpe pumpt. Genau das. Jo. Und wie gesagt, lasst ein Like da. Und tschüss, Lido.